Achtung, dieses Video ist nichts für schwache Nerven. Es geht um Blut. Mein Blut. In Blut steckt Eisen. Das ist wichtig für den Sauerstofftransport. Daher müsste Blut doch eigentlich auch ferromagnetisch sein. Lässt sich Blut wirklich von einem Magneten anziehen? Ich probiere es aus. Aber dazu müssen wir erstmal an mein Blut. Ich gehe Blut spenden. So, hier drin geht es mir jetzt gleich an den Kragen und ich bin auch schon so ein kleines bisschen aufgeregt. Aber dann wird schon alles. Guten Morgen. Guten Tag. Hallo. Hallo. Sie möchten gerne Blut spenden? Ja. Waren Sie schon mal hier bei uns? Nein. Ich brauche als erstes mal Ihren Personalausweis. Mhm. Damit ich Blut spenden kann, checken wir erstmal meine Körpertemperatur und meine Blutwerte mit einem kleinen Pieks. Sieht schlimmer aus, als es ist. Die erste kleine Blutspende habe ich schon hinter mir. Nach einem kleinen Vorgespräch mit der Ärztin darf ich es mir jetzt gemütlich machen. Und man sieht mir fast gar nicht an, dass ich mega aufgeregt bin. Ja Leute, ich kann nur sagen, probiert's aus. Es ist ein einmaliges Erlebnis. Ja, also der Stich, den habe ich schon gemerkt. Ne? Das ist schon ein mittelangenehmes Gefühl, ehrlich gesagt. Aber jetzt spüre ich da hinten gerade gar nichts. Es gibt hier so tolle Übungen. Man kann so mit den Beinen ein bisschen sich bewegen. Dann bleibt der Kreislauf irgendwie in Schwung. Ich habe gehört, dass oft das Problem auch ist, dass Leuten schwindelig wird, dass sie vorher einfach nichts Vernünftiges essen. Und ich hatte heute Morgen 2 Schüssel Müsli und Toast und Eier und Schinken. Also, mir geht's prima. So, also, Operation beendet. Ich bleibe jetzt noch ganz kurz hier ein bisschen liegen, um wieder anzukommen und so. Aber es war eigentlich gar nicht so schlimm. Vor allem die Leute sind super nett hier. Also, kann ich nur empfehlen. Und jetzt bin ich aber gleich mal gespannt, was denn mit dem Magneten und dem Blut passiert. Das hier sind keine Waschmaschinen, sondern Zentrifugen. Normalerweise werden die Beutel mit dem Blut hier zentrifugiert, um das Blutplasma von anderen Bestandteilen zu trennen. Mit meinem Supermagneten versuche ich jetzt mal, an den Schlauch ranzugehen. Aber irgendwie passiert hier gar nichts. Der Schlauch ist wahrscheinlich zu steif und weil er verschlossen bleiben muss, kann das Blut sich darin auch nicht wirklich bewegen. Obwohl mein Neodym-Magnet enorm stark ist, reicht es nicht, um hier einen Effekt zu sehen. Aber ich habe noch mehr Tricks auf Lager. Ein kleines bisschen Blut habe ich noch übrig und wenn ich das jetzt auf so ein Schiffchen aus Styropor setze, in einem Wasserbad, dann habe ich im Prinzip die Reibung ausgeschaltet. Was meint ihr, wenn ich jetzt mit dem Supermagneten hier ankomme? Übt ihr irgendeine Kraft auf das Blut aus? Klickt mal hier auf das kleine i und gebt euren Tipp ab. Bevor ich diesen Teil starte, habe ich aber noch ein paar andere Versuche vor mit Haushaltsgegenständen. Das hier ist ganz normales Wasser, okay, mit bisschen Lebensmittelfarbe, damit es etwas spektakulärer aussieht, aber hat nichts mit Blut zu tun. Wenn ich das jetzt durch den Trichter in den Schlauch reinkippe, dann fließt es am Magneten vorbei und das ist erstmal total unspektakulär, passiert nichts Besonderes, außer dass es unten in den Bottich reinfließt. Wenn ich jetzt aber noch das hier dazu kippe, dann passiert was Lustiges. Das sind Eisenfallspäne, also kleine Stückchen Eisen. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob sich hier ein Effekt einstellt. Achtet mal hier unten auf die Stelle am Magneten. Ja, und jetzt habe ich hier so einen ganzen Klotz Eisenfallspäne, die von dem Magneten aus dem Wasser rausgezogen wurden im Prinzip. Tja, und in unserem Blut, da ist es ja nach meiner Hypothese ganz ähnlich, da ist ja auch irgendeine Art von Eisengehalt drin, der aber nicht ganz so leicht rauszufiltern ist. Ach übrigens, das hier ist das Auffangbehältnis Wasser mit Eisenfallspäne und damit kann man jetzt auch noch ein lustiges Experiment machen. Ich komme jetzt nämlich mit dem Magneten von unten.
Das sah ja gerade schon ganz lustig aus, so ein bisschen wie bei Pac-Man. Aber man braucht nicht mal komplizierte Eisenfallspäne für so einen Effekt, sondern das hier tut's auch, ganz normales Müsli. Und da würde ja niemand sagen, ja klar, Müsli ist magnetisch. Das ist nicht so ganz unsere Alltagserfahrung. Aber wenn ich das jetzt mal hier reinkippe in Milch, auch noch nicht sehr überraschend. Aber jetzt ist die Besonderheit, dass das hier drauf schwimmt, die einzelnen Müsliflocken, die einzelnen Bestandteile. Und dadurch die Reibung relativ gering ist. Und wenn ich jetzt mit meinem Magneten ankomme, mal schauen, was jetzt passiert. Ja, guck mal. Müsli ist magnetisch, wer hätte das gedacht? Eisenfallspäne, die ich vorher reingekippt habe, die habe ich alle ins Wasser geschüttet. Und das hier ist tatsächlich Eisen aus dem Müsli. Klar, denn diesem Müsli wird ja auch zum Teil Eisen extra zugesetzt. Aber dass man das so leicht hier rausbekommt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So, jetzt kommt aber das große Finale. Das Blutschiffchen versus Supermagnet. Attacke! Das Ding bewegt sich weg vom Magneten. Okay, das ist seltsam. Der Magnet hat also tatsächlich einen Effekt auf Blut. Das liegt wohl am Eisengehalt im Blut. Aber komischerweise wird das Blut abgestoßen. Warum? Der entscheidende Effekt hier heißt Diamagnetismus. Magnetismus ist nämlich nicht gleich Magnetismus. Das, was wir meistens aus dem Alltag kennen, ist Ferromagnetismus. Also wenn ein Stück Eisen von einem Magneten angezogen wird. Und Blut ist ein diamagnetischer Stoff. Das heißt, wenn ein äußeres Magnetfeld einwirkt, also so wie ich hier mit meinem Supermagneten, dann ändert sich die magnetische Anordnung der Atome, also im Blut, so, dass ein magnetisches Moment entsteht, das dem äußeren magnetischen Feld entgegengesetzt ist. Ein Beispiel für einen perfekten Diamagneten ist übrigens ein Supraleiter. Hier verdrängt das Material komplett die magnetischen Feldlinien aus dem Inneren. Dadurch kann man zum Beispiel einen Klotz supraleitendes Material auf eine Bahn aus Magneten draufpinnen. Quintessenz ist also, ja, unser Blut ist magnetisch. Diamagnetisch. Und Blutspenden ist echt eine gute Sache. Wenn du dieses Video gut fandest, dann klick doch gerne mal auf Abonnieren und teil das Video mit deinen Freunden. In der Zwischenzeit geht Blutspenden. Ich freue mich auf euren Kommentar und wir sehen uns dann ganz bald. Bis dann!